Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Extra ETF. Heute habe ich mir zum Gespräch einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Professor Dr. Dr. H.C. Martin Weber. Martin Weber hat den Arero-Fonds initiiert. Das ist ein Fonds, der in Aktien, Renten und Rohstoffe investiert. Das Produkt gibt es schon seit 2008 und der Fonds hat sage und schreibe 2 Milliarden Euro inzwischen eingesammelt. Und wie der Fonds genau funktioniert, was die Idee dahinter war und ob Martin Weber so einen Erfolg überhaupt erwartet hat, das bespreche ich heute mit ihm in diesem Video. Viel Spaß! Hallo Martin, schön, dass wir heute mal persönlich hier auf unserem YouTube-Kanal sprechen können. Wir hatten ja schon mal das Vergnügen, auf dem Extra-ETF-Podcast oder im Extra-ETF-Podcast zu sprechen, heute hier auf dem Kanal. Und wenn ich mit dir spreche, dann ist es immer ein sehr interessantes Gespräch und wir haben auch immer viele Themen zu besprechen. Und heute ein Thema, worum es im Schwerpunkt gehen soll, ist ja der von dir ins Leben gerufene Arero-Fonds beziehungsweise die beiden von dir ins Leben gerufene Arero-Fonds. Da habe ich jetzt gestern nachgeschaut, knapp 2 Milliarden Euro. Hast du dir das vorstellen können, als du die 2008 aufgelegt hast oder initiiert hast, dass dann mal irgendwann mal die Marke von 2 Milliarden Euro überschritten wird? Naja, natürlich nicht. Und denn, als es damals losging, hieß die Marke immer 100 Millionen. Also 50 Millionen ist gut, 100 Millionen soll es sein. Dann müssen wir ein paar Jahre machen, dass sich ein Fonds trägt, damit auch die Bank was dran verdient. Und das war eigentlich das Ziel. Und vielleicht kann man noch den Jüngeren, zu denen du ja noch fast gehörst, auch mal erzählen, wie es damals war. Damals wurden eben Fonds verkauft und nicht gekauft. Und das dreht sich ein bisschen oder zumindestens. Das Wort ETF war vielleicht ein Schimpfwort, das wenig kannte. ETF-Indexfonds war in den USA, schwappte ein bisschen rüber. Aber das waren doch die alten Zeiten und da hätten wir nie gedacht, dass es so erfolgreich wird. Ja, da waren ja auch ETFs auch noch bei Privatanlegern sehr unbekannt. Und vielleicht sollte man einmal kurz erklären, damit wir alle im Boot haben, was der Arero eigentlich ist, ja, wie der funktioniert und für was Arero eigentlich steht. Aber ETFs waren damals ja auch unbekannt und dann war dein Konzept, so simpel es ist, wir kommen noch drauf, hat aber auch natürlich, musste erstmal Anleger finden und überzeugen, oder? Nee, es ist eben es ist kein Vertrieb da, der Anleger muss sich selbst dafür entscheiden. Und Arero steht ja für Aktien, Renten, Rohstoffe. Das ist, wenn man so will, ein vermögensabbildender Fonds in einem. Das war damals auch unüblich. Es war damals auch so, dass man eben Fonds hatte, also so ungefähr Wasserbüffel in Thailand oder sowas in der Richtung, was besonders interessant war. Und dieses, sagen wir, eigentlich langweilige, aber das Vermögen abbildende Konzept war neu. Und die Leute mussten sich begeistern, was sie doch zu unserer Freude gemacht haben. Das war wirklich eine hervorragende Sache. Und es war und ja auch davon profitiert. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das war damals ja auch noch kurz vor dieser Steueränderung von Fonds. Das hat vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen, zumindest kurzfristig geholfen, dass da kurzfristig relativ viel Geld dann damals reingekommen ist. Oder? Ja, das habe ich ja nicht geglaubt. Wir haben die letzten 2 Tage, wurde an der Börse schon gehandelt und ich habe dann die Börsenseite aufgerufen und konnte mich nur noch schreiend im Zimmer bewegen, weil also es ging wirklich ein paar Millionen an einem Tag über die Börse, weil das die einzige Möglichkeit war, das zu kaufen. Ich verstehe es heute noch nicht, aber wie gesagt, ich erfülle es mit Demut und gebe mir Mühe, dass dem Anleger das zurückzugeben durch geringe Wohler, hohe Rendite, also eine vernünftige Sharpe-Ratio. Ja, momentan ist es ja so, dass viele Doktoren, Professoren Fonds oder ETFs auflegen. Sind dann Akademiker vielleicht auch die besseren Geldmanager? Wie schätzt du das? Ja, das ist ja keine Frage, natürlich. Ne? Aber wenn man ein bisschen tiefer reingehen will, Fondsgesellschaft haben ja auch Akademiker. Viele unserer Assistenten gehen in die Fondsgesellschaft. Wenn ich in den USA gucke, ist der Austausch noch viel größer. Da sind Leute in Chicago, die wirklich absolut brillant sind. Die sind als Berater bei Fondsgesellschaften dabei. Also deswegen finde ich das gar nichts Ungewöhnliches. Und wenn man bei uns mal guckt, was wir in dem Bereich Forschung machen, versuchen wir ja, den Markt zu schlagen, versuchen wir, die Märkte zu verstehen. Und das ist ganz klar, dass die sogenannte Praxis die Paper auch liest oder auch auf die Tagung geht, die Leute anspricht. Also insofern ist die Interaktion groß. Bei uns in Deutschland nicht so sehr, Schweiz mehr, USA und England deutlich mehr. Gehen Akademiker dann eher zu Hedgefonds oder sind die auch im klassischen Geldanlage, also im Fondsbereich aktiv, also im klassischen Fondsbereich aktiv? Das kann man nicht so allgemein sagen. Ich meine, die großen Fondsgesellschaften sind natürlich groß.
Hedgefonds ist in der Regel zahlt ein bisschen mehr, da wird vielleicht ein junger dynamischer eher hingehen. Aber es gibt auch nicht so viele Stellen, das kann man nicht allgemein sagen. Das ist mehr so eine Begeisterung dafür, welche Art von Strategie man haben will, ob man, sagen wir mal, ein bisschen normale Strategien haben will und dann wird man für vielleicht einen normalen Fonds gehen und ein Hedgefonds was anderes. Das ist ganz unterschiedlich. Was ich so spannend finde eigentlich, dass wenn man sich die Strategie von Areo anschaut, die ist ja relativ einfach, also jetzt kein Hexenwerk sozusagen, und liefert ordentliche Erträge, macht im Prinzip das, was es soll. Und auf der anderen Seite gibt es eine riesen Finanzindustrie, die Tausende, Abertausende von Anlagestrategien und komplexe Handelsstrategien hat. Braucht sowas dann eigentlich? Weil man kommt ja auch ans Ziel mit ganz einfachen Anlagestrategien. Naja, also ich will mich nicht so sehr über die anderen erheben, aber wenn es komplex sein müsste, hätten wir es komplexer gemacht. Und wenn ich mal gucke, also ich habe mich am Anfang stärker noch mit Praktik unterhalten, nicht jetzt auch, aber damals mehr so haben die mit mir geredet, um mir das Leben an sich zu erzählen. Und wenn ich dann gesagt habe, machen relativ passiv, regelbasiert mit ein paar Asset-Klassen was, da sagen die, das kann nicht klappen, ich bin immer besser. Ich bin meine Asset Allocation, sitze da, mein Berater und so weiter. Das ist auch dieser Impetus, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich will was machen, ich will verdienen. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, wenn es ein paar weniger wäre, würde es dem Kunden nicht schaden. Ich glaube, die Leute sind zwar ein bisschen besser, vielleicht als der Durchschnitt, aber sind zu teuer. Das ist eben die Sache. Und, dann wird dann sozusagen der Renditevorteil einfach wieder durch Gebühren gezerrt. Ja. Ich meine, das hat ja angefangen mit einem Paper, das fast hier keiner kennt. Das ist De Miguel und andere, das sind Leute von der London Business School. Die haben noch vor unserem Fonds, ein paar Jahre vorher, haben die einfach so ein Konzept getestet, ein Drittel Staatsanleihen, amerikanische Ausrichtung, ein Drittel Renten, US und ein Drittel Aktien, Entschuldigung, ein Drittel Rohstoffe. Und selbst diese Strategie konnte man fast nicht schlagen. Ne? Das ist einfach faszinierend und das ist eigentlich die tiefe wissenschaftliche Erkenntnis ist, dass simple Heuristiken doch außerordentlich gut sind. Meinst du, das ist dann auch der Grund, warum dann der Arero so viel Anleger für sich gewinnen kann, weil es halt einfach so einfach ist und wirklich jeder verstehen kann und auch irgendwie nachzuvollziehen ist? Wir haben ja zwei Sachen. Das eine ist ja diese Anlagestrategie, aber ich finde das wissenschaftlich Fundierte eigentlich ist, dass die Heuristik gut ist. Und das kann man, ich komme gleich auf die Frage detaillierter zurück, das kann man erst dann verstehen, wenn man überhaupt so einen Markowitz-Optimierungsansatz richtig versteht. Und da kommt eben raus, dass bei Markowitz das Optimieren unglaublich sensibel bezüglich der Inputdaten ist. Mhm. Die hat man aber nicht. Und deswegen ist es so, ob man jetzt 50-50, 40-60 oder sowas hat, kann man ex ante nicht sagen. Die tiefe Erkenntnis ist, ungefähr sowas mit Heuristik bist du mindestens genauso gut dann wie die Optimierung. Das ist die erste Sache. Und die zweite Sache ist, dass wir mit Areo eigentlich sehr viele Behavioral Finance Probleme, Herausforderungen aufgreifen. Also was ist denn eine Herausforderung? Eine Herausforderung ist zum Beispiel, dass man, wenn man Dividende bekommt, sie nicht anlegt. Das heißt, wir haben immer nur die thesaurierende Variante, obwohl wir da andere vielleicht mehr Geld verdienen würden, aber weil ich die Leute zwingen will, zu thesaurieren. Das ist mein professoraler Ansatz dabei. Ich weiß, dass die Leute Schwierigkeiten haben, also helfe ich ihnen. Oder dass wir Rebalancing im Fonds machen regelmäßig. Gibt es eine ganze Reihe von Sachen, die praktisch dahinter liegen, helfen, um die Behavioral Finance Probleme zu lösen. Und das ist das Gesamtkonzept, was eigentlich für mich das Interessante bei Areo ist. Das schützt quasi davor, sozusagen, man weiß, man muss oder man sollte wegen dem Zinseszinseffekt Ausschüttungen wieder anlegen. Man weiß, man sollte das Risiko immer wieder in Einklang bringen durch ein Rebalancing. Man weiß es, aber wenn man es selber im Portfolio macht, macht man es vielleicht nicht oder man macht es vielleicht nicht so konsequent. Und dabei hilft dann so ein Konzept, nenne ich es jetzt mal. Es ist ein Konzept mit der Anlage, aber eben, deswegen bin ich ein bisschen hinterher, mit wesentlich mehr anderen Sachen, also nicht so übertrieben jetzt, aber mit wesentlich mehr anderen Sachen dahinter. Ne? Wie ich gesagt habe, Thesaurierung, Transparenz und Regelbasiertheit, dass man wirklich es nachvollziehen kann. Und das, wir stellen ja auch nicht den Anspruch, dass wir das Beste sind. Ne? Wir wollen langfristig eine gute Verzinsung also Rendite meine ich, über dem Durchschnitt bieten. Und das can we deliver? Yes. Und das kommt auch raus. Ne? Und ich will nicht sagen, dass es nicht was viel Besseres gibt oder so weiter, ne? Aber nicht jeder. Und das ist eigentlich mein Ansatz. Ne? Dieses normale, positive Anlegen, relativ kostengünstig. Und wir machen den Rest mehr oder weniger für dich. Ne?
Ja, aber es scheint ja anzukommen. Oder weißt du, wer da investiert ist? Also sind es alles Privatanleger oder habt ihr da, was weiß ich, große Firmenkunden oder irgendwelche anderen institutionellen Anleger, die da investiert sind? Weil es ja so ein großer Betrag, 2 Milliarden, das ist ja jetzt schon, sticht der wirklich hervor. Also es gibt ja, gibt gar nicht so viele ETFs zum Beispiel, die mehr als 1 Milliarde haben. Ja, also es gibt schon ein paar hundert, aber jetzt 10% ungefähr, würde ich mal schätzen, von den ETFs, die es gibt, haben mehr als 1 Milliarde. Ihr habt 2. Ja, und das sind meistens so Gassenhauer wie MSCI World oder sonst irgendwas, genau, in der Richtung. Ne? Also wir wissen es nicht. Das ist eine gute Möglichkeit, jedem der Zuhörer. Meine Freunde sagen immer, du weißt doch, ob ich investiert habe. Nein, wir wissen nicht, ob du investiert hast. Das geht so, wenn jetzt wir den Markus dazu finden zu investieren, dann geht er zu seiner Bank, zu seinem Broker hin und der Broker geht dann zur DBS, der Vorgesellschaft, besorgt das, aber wir kriegen das überhaupt nicht mit. Das heißt, wir wissen nicht, wer das ist. Ich kriege es vom Hörensagen bei Bekannten mit. Wenn ich selbst 100 Millionen hätte, würde ich nicht in unseren Fonds investieren, dann würde ich selbst machen und mir einen machen, dann wäre es noch billiger. Also wir haben viele Kleinanleger in dem Bereich, auch solche Leute wie 1 Million, 2 Millionen, ein reicher Arzt und sowas, die denken, damit komme ich zurecht, vertrauen uns und der DBS und da läuft es gut und die sind zufrieden. Aber Martin, mit einem 2 Milliarden Fonds und da stellen wir mal, du kriegst die Hälfte von den 0,5%, was der kostet. Da bist du ja auf einem guten Weg zu deinen 100 Millionen. Naja, erstens ist das nicht richtig mit der Hälfte, denn ich denke, der Staat Luxemburg kassiert auch mit und andere kassieren auch mit. Das ist gut. Aber wir können gut leben und sind auch andere dabei. Wir können gut leben und sind dankbar und Demut und Bescheidenheit hast das Wort der Stunde. Ja, das ist super. Na, ich gönne es ja jedem. Und wie gesagt, ich bin auch schon sehr lange im Finanzbereich und ich weiß gar nicht, wo ich das hier auf dem Kanal schon mal gesagt habe. Ich hatte ja damals Easyfolio gestartet, auch so ein Robo-Advisor der ersten Stunde. Und da war ja das Anlagekonzept ähnlich, vergleichbar. Und das hat, glaube ich, heute immer noch 40 Millionen. Also da hast du auf jeden Fall einen deutlich besseren Job gemacht. Ich finde, dieser Ansatz, das ist erstmal jetzt auf dem Vorkongress erzählt, in Mannheim, wo wir uns teilweise für einen Vortrag eingekauft haben. Und also diese wirkliche Idee, dass man sagt, was sind eigentlich die Behavioral Finance Fallen, die man als Anleger hat? Man handelt viel, um bei anderen zu nennen. Man denkt, man hat eine Nachricht, muss darauf reagieren. Man diversifiziert nicht richtig, weil man irgendwas meint. Das sind alles Sachen, die werden in so einem Ansatz auch andere, alles in Ordnung, werden die gezwungen, dass du die nicht machen kannst. Ne? Das ist eigentlich, finde ich, das Gute, weil wir die Fallen kennen, können wir praktisch bei 7 oder 8, 9 Fallen sagen, das helfen wir dir in dem Fonds, das machen können. Ne? Ja. Das finde ich eine schicke Sache. Ne? Wir haben es fast 15 Jahre, wir sind natürlich immer zurück, würden wir was besser oder anders machen, es fällt eigentlich nichts ein, ne? Obwohl wir wissen, was man machen könnte. Ja, ich meine, eine Veränderung oder Weiterentwicklung gab es ja mit einer Variante, Nachhaltigkeitsvariante, Arero, der Weltfonds ESG. Da können wir auch nachher. Wollen wir gerne ein bisschen ruhiger drüber reden, ne? Ja, genau. Also, was ich nochmal kurz fragen wollte, also hast du schon gesagt, Arero und die Anlagestrategie, das kann man ja bei euch auf der Webseite auch rausfinden, ist, jetzt muss ich kurz selber nochmal spicken, ja, zu 60% Aktien, 25% Anleihen und 15% Rohstoffe. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, warum jetzt gerade so ein Mischungsverhältnis? Du hast ja eben schon eine Studie erwähnt, die haben das gedrittelt, meine ich, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Warum habt ihr euch jetzt für sowas entschieden und warum jetzt nicht anders? Also will ich die Zuhörer zu sehr schockieren. Wenn ich jetzt sage, 55, 30, 15 wäre auch okay. Also wir haben eine Studie, also eine richtige empirische Studie, wo wir über die letzten 40 Jahre auch veröffentlicht, die ganzen Daten, wo wir über die letzten 40 Jahre vor der Auflage das getestet haben. Und zwar nicht in Samples, sondern wir haben ex ante die Strategien genommen und getestet. Und da kommt raus, dass die Strategien, also bezüglich der Einteilung 60, 25, 15, ein sogenanntes flaches Optimum haben. Das heißt, es ist relativ egal, ob du 60, 25, 15 oder 65, 20, 15 nimmst oder so irgendeine Kombination. Das kannst du ex ante vorher nicht sagen, welches besser ist. Das ist einfach, wenn du mal ein Jahr rausnimmst aus der Rechnung, kommt was anderes besser raus, dann hast du jetzt 2022 oder 2021, laufen die Rohstoffe nochmal wieder gut, dann ist das wieder, aber so ungefähr, ne, das ist eben die Sache, so ungefähr ist das gut, aber es ist nicht
ex post die optimalen und ex ante kannst du es wissenschaftlich nicht sagen. Das muss man, aber es macht ja nichts. Ne? Ich bin da auch nicht relativ schmerzlos. Es ist einfach ein flaches Optimum, aber das ist ja gut. Ne? Das heißt, selbst wenn wir damit daneben liegen, liegen wir nicht viel daneben. Ne? Ja, ja, klar. Machen dann so Konzepte, die jetzt, keine Ahnung, nur 40% Aktien hätten und der Rest verteilt oder 80% Aktien, die machen ja dann eigentlich gar keinen Sinn. Also dann ist es ja wirklich besser, in der Range von, sagen wir mal, 50-60% Aktienquote zu bleiben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. So ein bisschen, ja. Also wir sind mal ursprünglich ausgegangen, wollten mal irgendein theoretisches Konzept dahinter haben, dass wir sagen, wir gehen davon aus, wie groß die Marktkapitalisierung in den einzelnen Assetklassen ist und bilden die Marktkapitalisierung ab, ne? Da kam dann auch mal raus, dass Aktien mehr sind als Rohstoffe insgesamt. Also so kannst du schon ein Gefühl kriegen. Und dann guckst du die gesamte Literatur durch. Wir haben, glaube ich, hunderte von Artikeln gelesen damals, wo wir wirklich geguckt haben, was machen die anderen, nicht, dass das besser ist. Und dann ist das schon so ungefähr so die Größensache. Ne? Und dann sind wir in diese Optimierung reingegangen. Und damit sieht man, du liegst entweder gut oder auf jeden Fall nicht viel daneben. Das hängt auch davon ab, ob du 40 Jahre Daten hast oder 30 Jahre. Ob du die Renten wie in den letzten Jahren hattest, dann sind die Renten wichtiger, ne, weil, oder das, du kannst es letztendlich wissenschaftlich nicht sagen. Ne. Mhm. Sehr gut, sehr erfreulich. Ne. Ja. Vielleicht mal ein Gedanke, den ich gerade hatte, weil die Wissenschaft, die beruft sich ja immer auf lange Daten rein. Ja, und in der Regel sind die halt so 40, 50, vielleicht mal 60 Jahre jetzt im Finanzbereich. Ich glaube, den Dow Jones, oder ich glaube, es ist der Dow Jones, den es gibt, glaube ich, seit 1927, ja, also. Ja, der S&P ist jetzt zurückgerechnet 200 Jahre. Es gibt also 200 Jahre Datenreihe, ne? Und da kommt, aber du wolltest die Frage stellen. Also 200 Jahre ist das Maximum, was wir kriegen, ne? Die Frage ist ja eigentlich, wir werden jetzt alles das auf, erstmal spielt jetzt keine Rolle, ob es 100 oder 200 Jahre sind. Ich meine, aus unserer menschlichen Lebensdauer ist es natürlich eine lange Zeit, aber jetzt so global gesehen, ist es ja kein so langer Zeitraum. Kann es nicht sein, dass sozusagen auch die Wissenschaft komplett auf dem Holzweg ist, weil sie eben nur mit so einer Planetensicht gesehen kurzfristigen Zeit heraus agiert? Oder vielleicht noch ergänzt, weil ich weiß natürlich, damals gab es noch keinen Kapitalmarkt oder noch nicht so ausgeprägt und so. Oder spielt es keine Rolle, weil es eben damals noch nicht, überhaupt noch gar nicht diese Art von sagen wir mal, Geldanlage in dem Sinne gab. Man muss schon hören, was wir ein bisschen härter zu sagen, was wir für eine Aussage geben wollen. Wir sagen, wir geben die Daten, können wir ja sagen, aber wir haben ja eigentlich auch sogar noch mehr, ein theoretisches Konzept hinten dran. Ne? Mhm. Das ist ja bei Aktien so, dass du bei Aktien diese empirischen Daten von, je nachdem wie du rechnest, 7, 8, 6% über 200 Jahre. Du hast aber zusätzlich auch das theoretische Konzept, dass du eine Risikoinvestition hast, für die du eine Risikoprämie bekommst. Die kannst du ja in jedem Glücksspiel bei den Leuten nachgucken oder wenn ich dir eine Lotterie gebe. Und wenn du die Risikoprämie einrechnest, hast du auch ein theoretisches Konzept, warum Aktien mehr bringen müssen als andere. Ne? Mhm. Das ist ja eine menschliche Sache, die in der Entscheidungstheorie, Decision Analysis, eben auch schon seit hunderten Jahren klar ist. Ne? Und wenn du dann mal sumerische Turmtafeln guckst, da gibt es ja eine Turmtafel, wo der sagt, ein Drittel Land, ein Drittel, was weiß ich, Business und ein Drittel irgendwas anderes, ne, Kredite oder sowas in der Richtung. Ne? Mhm. Das heißt, das Konzept der Diversifikation ist alt, ist auch theoretisch beweisbar. Bei den Daten kann man nur aus der Vergangenheit interpretieren. Es gibt ökonomische Überlegungen, warum das sinnvoll ist, aber erster Spruch, die Zukunft ist unsicher. Ne? Das ist ganz klar. Mhm. Das ist auch immer das Erste, was wir, kennst du meinen Spruch vielleicht von früher, als ich das noch sagen durfte, nur die Hexe bei Räuber Hotzenplotz weiß, Frau Schlotterbeck kann dir die Zukunft vorhersagen. Okay. Ja, aber, ja. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich finde es ja gut, aber ich fand, da kann man ja auch mal sozusagen kritisch hinterfragen. Aber ich verstehe es natürlich, theoretische Modelle, datenbasierte Modelle und im Endeffekt greift man auf beide Themen irgendwie zurück bei der Entscheidungsfindung. Ja. Der Fonds ist ja 2008 rausgebracht worden, im Oktober, November. Und ich habe im Vorfeld dieses Videos jetzt auch nochmal nachgeschaut. Er hat im Schnitt 6,2% Rendite pro Jahr erwirtschaftet. Ist eigentlich ja auch ordentlich. Nach Kosten muss man ja auch sagen, weil die sind ja beim Fonds dann schon abgezogen. Ich habe dann auch geguckt, wie das so die letzten Jahre war, weil da finde ich nämlich auch einen ganz spannenden Aspekt und da wollte ich dich nämlich unbedingt fragen.
Ihr habt ja 60% Aktien, 25% Anleihen, 15% Rohstoffe. Wenn man jetzt die letzten Jahre nämlich angeschaut hat, dann waren ja Aktien super populär. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass viele Leute da bei euch eine E-Mail mal geschrieben haben, gesagt haben, hey, warum nur 60% Aktien, die Aktienmärkte steigen doch, Rohstoffe und Anleihen bremsen. Ja? Und jetzt ist es ja wieder ganz anders. Letztes Jahr sind die Zinsen massiv gestiegen. Da gab es zwar dann den Dip nach unten mit Aktien im Gleichlauf. Dafür sind aber Rohstoffe, hattest du schon erwähnt, gestiegen. Hast du dann, hat dich das so ein bisschen, sagen wir mal, mit Freude, hast du das beobachtet, dass eben die Idee dahinter, die jetzt vielleicht bestimmte Jahre eben nicht funktioniert hat, nun doch dann funktioniert hat? Also im Sinne von... Also die erste Sache ist, muss ich mal um Kleinigkeiten rumzuhaken, 6,3, nicht 6,2. Das dann habe ich wohl abgerundet. Ich habe vorgestern geguckt und ich habe heute geguckt. Ne? Und die andere Sache, nein, es erfüllt mich nicht mit Freude, wenn einer Geld verliert, aber es erfüllt mich Freude, wenn ein Konzept wie Diversifikation sich zeigt. Das ist eben so gewesen, die Rohstoffe liefen schlecht, die Rohstoffe liefen vor unserem Fonds gut. Das heißt, wir haben auch durch die Rohstoffe die ganze Zeit lang nicht viel verdient. Entschuldigung. Aber das ist ja gerade die Diversifikation. Nicht? Und ein in deiner Argumentation, ich meine jetzt ein bisschen professoral, was ich finde, was du noch zusätzlich sagen müsstest, das sind ja nicht nur die Rendite, es ist ja auch die Wohlage. Die Volatilität wird durch die Rohstoffe ausgenommen. Auch ja. Wir haben mal geguckt, wir haben ja dieses Buch geschrieben, ich halte es gleich mal hoch nochmal. Wir verdienen nicht viel in dem Buch, deswegen ist es auch fast keine Werbung. Aber wenn man guckt, die Korrelation der Rohstoffe mit Aktien und Anleihen ist 0,4, 0,1 und so weiter. Das heißt, durch Rohstoffe holst du Risiko raus, jenseits der Rendite, und die Sharpe Ratio geht noch hoch. Ne? Und das, finde ich, ist eigentlich noch besser an den Rohstoffen. Und zusätzlich hat es die letzten Jahre gut geklappt. Aber wie gesagt, was für nächstes Jahr, wissen wir nicht. Aber das theoretische Konzept ist halt das Wichtige dahinter. Ne? Das empirische Konzept, dass Rohstoffe als Assetklasse dazugehören, wie vielleicht auch Immobilien oder andere Sachen, die wir nicht dabei haben, weil es einfach nicht richtig handelbar ist. Ja gut, Immobilien habt ihr wahrscheinlich über Immobilienaktien. Ihr habt ja da auch Tausende von Aktien drin. Da ist wahrscheinlich der Sektor auch irgendwie vertreten. Aber natürlich nicht vergleichbar mit einer klassischen Wohnimmobilie oder sowas. Ja. Wenn man mit Wissenschaftlern spricht oder Wissenschaftlern, die im Kapitalmarkt eben da auch sehr affin sind, sage ich mal, da kommt immer dieses Thema Faktoren. Also dass man sozusagen, ich zeige es mal in meinen saloppen Worten, einen Index umgruppiert, Aktien, die bestimmte nachweisbare Renditequellen haben, also Small Caps zum Beispiel, Value, Momentum und so weiter, dass man die halt eher mehr investiert als jetzt den breiten Markt. Das macht ihr ja nicht, ihr geht nur in den breiten Markt. Wie stehst du dazu? Naja, also ich kann ja mal meine Vorlesung zitieren, was ich dann den Studierenden in der Richtung erzähle. Das Faktorinvestment ist interessant und es lohnt sich, das auch zu beobachten. Wir machen es nicht, kommt gleich dazu, warum, aber es kann Erfolge erzielen. Also ich bin ja nicht prinzipiell negativ dabei. Also was die Herausforderungen beim Faktorinvestment sind, ist, dass ich 100 Faktoren habe oder 120 werden in der Literatur bestimmt und die hängen alle voneinander ab und welches der richtige Faktor ist, weißt du eigentlich nicht. Das ist die erste Sache. Zweite Sache ist, dass viele der Faktorinvestments sogenannte Long-Short-Investments sind. Das heißt, du gehst long den einen Faktor und gehst short denselben Faktor, also den praktisch Gegenfaktor. Also sagen wir, du kaufst kleine Unternehmen, wenn du Size nimmst, und du verkaufst große Unternehmen oder hast wenige Unternehmen drin, um eine marktneutrale Sache zu machen. Das kannst du im Publikumsfonds nicht machen, das kannst du im Hedgefonds machen. Und im Publikumsfonds gehst du nur auf die Long-Seite, damit hast du aber schon wesentlich weniger, als in ganzen Studien gezeigt wird bei den Faktoren. Und die Korrelation, also das hilft dir nicht viel, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, es ist nicht so einfach. Es gab früher mal, oder gibt es vielleicht auch noch, eine Firma, die hat das wirklich ganz toll gemacht. Du musst die Faktoren schätzen, du musst sie dann immer ändern für das nächste Jahr. Du musst dann praktisch einen kleinen Durchschnitt aus der Wichtigkeit der Faktoren nehmen. Und der vierte Punkt, und dann höre ich, ist für mich besonders ein wichtiges Paper, das sagt, die Faktoren sind gut, bevor sie entdeckt werden. Dann, wenn sie publiziert sind, dann nehmen sie ab und danach sind sie fast nicht mehr da. Ne? Und wenn man mal guckt, der Size Factor, den gibt es nicht. Den gibt es noch, aber die Rendite letzten 10 Jahre ist null. Vergiss es.
Das heißt, wenn mir einer sagt, ich investiere nach Size, dann würde ich sagen, wunderbar, das ist eine schöne Sache, aber es bringt nichts. Ne? Value ist, wenn du das Long-Short, wenn du Long gehst und in den letzten 10 Jahren ist auch fast nicht mehr da. Mhm. Das heißt aber nicht, dass es in Zukunft nicht wieder da ist. Ne? Das heißt, theoretisch dahinter, long story, ist aber eine wichtige Frage eben, das theoretische dahinter ist, ob der Faktor ein Faktor für Risiko ist oder Mispricing. Ne? Mhm. Mispricing wäre gut, aber bei den 100.000 Leuten, Hedgefonds, die Sachen, ist es wahrscheinlich Risiko und das geht in der theoretischen unter. Und deswegen denke ich mir, weil es letztendlich auch nicht viel mehr bringt, lass die Finger davon oder wenn du Lust hast, mach's, aber es ist nicht so, dass du nicht ohne das Ding auflegen kannst. Ja, ganz spannend. Ja, also so wie ich das verstehe oder die Meinung derer, die das so propagieren, ist ja, dass es halt einfach so, keine Ahnung, 5, 6 Faktoren gibt, die noch gehen und die auch nachweisbar diese Mehrerträge liefern. Aber halt nicht immer zu jeder Zeit. Und dann ist halt am Ende die Frage, ob man dann langfristig, wenn man sehr lange investiert, wirklich dann am Ende ein besseres Portfolio hat, als wenn man den Gesamtmarkt kauft. Ja, ja, aber das ist ein Paper von MacLean und Pontiff, um das mal so zu sagen, Professor Halfinger hier, ist, die sagen, wenn der Faktor nicht so richtig bekannt ist, ist er da. Aber wenn jetzt sehr viele Leute wüssten, dass der Faktor wichtig ist, würden die Leute stärker investieren da rein, und damit wird der platt gemacht. Also ein bisschen ist das nämlich so, man sagt, die Erde ist eigentlich eine Kugel. Ne? Dann gehen wir nach Bayern runter, dann sind Berge. Dann denkt man, ah, doch keine Kugel. Dann haben wir einen Faktor erkannt. Und dann rennen alle Leute auf den Berg hin und trampeln auf dem Berg rum, ne? Und dann ist der Berg einfach flach. Ne? Ja, klar. Also, und er wird ja weniger. Ne? Das sieht man auch, in den USA sind die Faktoren teilweise nicht mehr da. Dafür sind die Emerging Markets da, weil es da... Und die Faktoren sind da bei Stocks, die not easy to arbitrage sind. So, also es spricht sehr viel für diese Story. Aber wie gesagt, who knows? Ne? Wer weiß vielleicht. Und es gibt 100 Faktoren. Ne? Und selbst bei Pharma sieht man ja, und sogar eine Firma ja in der Richtung. Und der Pharma hat ja 3 Faktoren am Anfang gehabt, ne? Und hat einen neuen gefunden und der ersetzt den alten und so weiter. Also es ist auch nicht so einfach. Ne? Und ich glaube nicht, dass viele Leute, die nicht wirklich gut in der Forschung drin sind, damit gut umgehen. Ja, das also spannend. Für normalen Privatanleger. Ne? Ja, gut. Ich meine, selbst wenn es die dann geben würde und die doch irgendwie nachweisbar bzw. extrahierbar sind sozusagen, dann stellt sich halt die Frage, wenn ich jetzt in die ETF-Welt schaue, die Produkte sind ein Tick weg teurer als die regulären marktbreiten Indizes. Wenn ich innerhalb des Portfolios manchmal auch umschichten möchte, weil vielleicht der eine Faktor jetzt besser ist als der andere, entstehen auch wieder Kosten. Dann stellt sich halt die Frage, ob dann, wie beim aktiven Management, was wir vorhin hatten, das dann nicht einfach diesen Vorteil wieder fast... Das Wichtige ist eben, viele dieser Faktoren sind eben bei kleineren Firmen da. Ne? Weil da ist der Spread größer. Natürlich zahlst du auch mehr beim Handeln implizit, weil du einen größeren Bid-Ask-Spread hast. Du kannst nicht short gehen und so weiter. Das heißt, deswegen kannst du die Arbitrage gegen den Faktor nicht machen. Deswegen bleibt er auch ein bisschen bestehen. Ne? Mhm. Aber das müsste uns ja als Kleinanleger der erhobene Finger wittern. Ne? Ich meine, wenn das alles so einfach wäre, warum stellt die Deutsche Bank den Aktienhandel ein? Ne? Weil sie das Geld uns schenken will? Oder? Also habe ich meine Zweifel. Ne? Ja, klar. Nee, kann man so auch sehen natürlich, ja. Ich hatte vielleicht nochmal in die anderen Anlageklassen auch zu gehen, ja, dieser Anleihenteil, das finde ich auch noch ganz spannend, ja. Da habt ihr ja europäische Staatsanleihen. Jetzt kann man grundsätzlich mal fragen, ob europäische Staatsanleihen mit Italien und so weiter eine richtige Entscheidung sind, aber jetzt mal, das Fass will ich jetzt mal gar nicht aufmachen, aber kannst du gerne auch kommentieren. Ich meine eher nur, warum jetzt zum Beispiel nicht da auch global investieren? Also klar, da habe ich dann eine Währungskomponente mit dabei, aber im Dollarraum ist das Zinsniveau höher, es gibt noch andere Währungsräume, wo die Zinsen höher sind. Warum habt ihr euch dann da gezielt für europäische Staatsanleihen, also für den Euro dann entschieden? Also es gibt ja, wenn ich es noch weitermachen darf, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen wäre praktisch die zweite Teil der Frage, die du wahrscheinlich gleich stellen wolltest. Ne? Also was wir ersten wollten ist, auch mit Euro, es gibt ja das Prinzip der Währungskonkurrentenfinanzierung, also Konzept, wo verdiene ich mein Geld, also ich, du, im Euroraum, wo gebe ich mein Geld aus, also ich gehe nicht nach Costa Rica im Alter, im Euroraum, also habe ich, ist für mich
der Euroraum das Wichtige und alles, was außerhalb dem Euroraum rausgeht, ist Währungsspekulation. Und Währungsspekulation hat man, um mal ganz hart zu sagen, als kleine Länger die Finger davon zu lassen. Ne? Mhm. Ja. Und das ist der Grund. Und dann haben wir es auch empirisch ausgerechnet. Es kommt eigentlich letztendlich nichts raus. Also es wird nicht besser, weil man das Risiko trägt und für das Risiko der anderen Länder nicht richtig kompensiert wird. Und du siehst das ja auch exemplarisch in der Vergangenheit. Ne? Gibt ja Leute, die haben ihre Häuser mit Schweizer Bankenkrediten finanziert zu 2%. Ja, und die weinen heute noch. Ne? Und oder in Ungarn war es ja besonders stark mit den Krediten. Ja. Ne? Also das Währungsrisiko, man sieht das ja auch, das ist bei unserem Fonds im Moment schlecht für uns, dass der Dollar schwächer geworden ist. Mhm. Ne? Und der Währungshebel wird oft unterschätzt. Warum auch? Weil, wenn ich den Dow Jones angucke, der ist ein Dollar, der müsste ich eigentlich einen Euro angucken, wenn ich hier Investor bin. Der Währungs, der muss, ist wirklich eine gefährliche Sache und deswegen haben wir gesagt, lassen wir die Finger davon, weil wir nicht empirisch nachweisen können, dass es einen Mehrwert gibt. Mhm. Und ich darf mal hier auf den Punkt nämlich auf unser Buch verweisen. Ja, auf jeden Fall. Du, da packe ich am besten, da packe ich in die Videobeschreibung einen Link rein. Dann kann man sich das auf jeden Fall kaufen. Ja, wir befinden uns jetzt auf Seite 112, ne, wo wir darüber diskutieren. Ja. Ja, ich hab noch ein paar Fragen, dann gucken wir mal, ob wir da ans Ende durchkommen. Ja. Das Thema Rohstoffe, das ist relativ simpel sozusagen umgesetzt, einfach breit gestreut. Was ich jetzt, da möchte ich auch schon einen kleinen Sprung noch machen zu dieser Nachhaltigkeitsvariante, weil da wird der Rohstoffbereich ein bisschen anders gehandhabt. Ja, da ist ja bewusst Agrar und Nutztier rausgenommen. Aber auch, bleiben wir mal allgemein bei dem Thema Rohstoffe, da macht es einfach auch nur Sinn, möglichst breit zu streuen, weil man könnte ja auch sagen, man macht nur Gold oder sowas oder als Krisenschutz, sage ich mal, aber ihr habt euch bewusst dann für marktbreit orientiert. Gibt es einen speziellen Grund dafür oder einfach nur? Nee, marktbreit und dann ist halt die Frage, es muss ein Index da sein, weil bei den anderen Aktien und Renten bildet der Fonds ja die Indizes so ab, dass alle Produkte direkt gekauft werden. Das heißt, wenn man mal in den Jahresbericht reinguckt, sind da vielleicht 2000 oder 2000, ich weiß es nicht, muss nachgucken, 2500 verschiedene Aktien drin. Bei Rohstoffen kannst du das nicht kaufen. Also, du willst ja nicht irgendwie Gold lagern bei uns im Keller oder sowas. Du brauchst also einen Index, um das dann mit einem Swap abzubilden. Mhm. Und dafür brauchst du einen guten Index, weil wenn du keinen, sag mal, breiten, guten aktivierten Index hast, kostet das zu viel, das Ganze. Ne? Und deswegen auch einen breiten Index. Wir wollen auch die unterschiedlichen Komponenten der Rohstoffe dabei haben, ne? Im normalen AWM. Weil man dann halt auch entsprechend die Diversifikationseffekte und, sagen wir mal, Absicherungseffekte dann hat. Ja. Ne? Wir hatten früher ganz am Anfang, wollten wir mal einen anderen Index nehmen, ne? Und der ging aber nicht, weil die Regulatoren in Luxemburg dagegen waren. Ja, ich hatte mir im Vorfeld nämlich auch mal versucht, so drei ETFs rauszusuchen, die quasi eure Anlagestrategie, Aktien, Renten, Rohstoffe recht nahe kommt. Und da war eigentlich, da habe ich dann bei uns in der ETF-Suche, ich glaube, den Link packe ich auch am besten mal dann in die Shownotes, da kann man nämlich dann auf Zeiträume anschauen. Und da sieht man ganz schön, dass im Jahr 2022 nämlich Aktien deutlich negativ waren, Anleihen auch, weil die Zinsen ja so massiv gestiegen sind. Aber im Gegenzug, der Rohstoffbereich, glaube ich, hatte 22% plus gemacht. Und in den anderen Jahren dann davor, also 21, 20 und so weiter, sieht man auch ganz schön, wie, ja, sagen wir mal, wie die Renditen der jeweiligen Anlageklassen unterschiedlich waren. Und oftmals ist es eben zu sehen, dass Rohstoffe einfach sich konträr zu dem und Anleihen natürlich zu den Aktien verhalten. Und das ist eigentlich dann eigentlich genau das Ziel von dem Ganzen. Naja, aber wenn du jetzt, ich gucke nochmal in das Buch rein, weil ich die Zahlen, also nicht um das Buch zu vermarkten, sondern weil ich die Zahlen nicht merken kann. Also hier, Seite 116, ich zitiere, von 1991 bis 2018 haben die Rohstoffe 6,2% gebracht. Mhm. Wenn man diesen Zeitraum aufteilt, ne, von 2009 bis 2018, wo wir dabei sind, haben die Rohstoffe nur 0,7% gebracht. Mhm. Ne? Das ist wirklich sehr stark abhängig, aber ich sage mal nur, wir wissen ja inzwischen, dass die Zukunft unsicher sind und das Einzige, wie wir mit der Unsicherheit umgehen können, ist durch Diversifikation. Ne? Ja. Das ist ja gemacht. Weißt du, was wir jetzt machen, Martin? Wir verlosen jetzt drei Bücher. Ja? Und zwar, ich weiß nicht, ob es geht, ja? Aber alle, die jetzt bei diesem Video einen Kommentar schreiben und vielleicht auch, weil du ja vorhin, das hat man jetzt gerade eingefragt hast, wer ist denn eigentlich investiert? Also
Alle Arero-Investoren, die dieses Video sehen, schreiben bitte unten einen Kommentar und schreiben mal, warum sie das Produkt so toll finden. Und wir wählen dann drei aus und die kriegen dann jeweils ein Buch von uns geschickt. Okay, und ich sehe schon, wer die Bücher bezahlt, das sind wir. Keine Probleme. Ja, ist gut, alles gut. Ja, von euch auch einen schönen Wein jedes Jahr, oder habe ich zumindest mal bekommen. Da freue ich mich. Immer. Ja, der ist jetzt wieder die Aktion. Ne? Ah, sehr gut, wunderbar. Die kennen wir immer besser, ne? Gucken wir mal, wir machen eine Verlosung, dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie kriegen, aber wir schreiben euch dann an. Wir werden es irgendwie rausfinden. Ja. Ja, ansonsten einfach mal kommentieren. Ja. Genau, und jetzt gucke ich kurz hier auf meine Notizen. Genau, im Juni 2020 habt ihr dann eben die Arero ESG-Variante rausgebracht. Was war denn da der Hintergrund? Einfach nur, weil alle weil die Banken jetzt auch Nachhaltigkeitsprodukte ja sozusagen proaktiv anbieten müssen oder eine Reihe von Gründen. Ne? Also das Marketing ist mir zu platt. Ich finde ESG, also vor 10 Jahren habe ich gesagt, das ist Kappes. Ich finde es inzwischen wichtiger, für mich persönlich, also natürlich sowieso wichtig, aber auch die Variante. Und nur wenn man was macht, beschäftigt man sich und entwickelt es weiter. Ne? Wir haben jetzt schon Ideen, wie wir diesen Fonds auch weiterentwickeln können und in der Richtung. Und es ist schon eine Herausforderung, in Abwicklungsform, wo die Leute sehr unterschiedliche Vorstellungen von ESG haben, aufzusetzen. Ne? Insofern finde ich das spannend. Und ich persönlich, um nicht die Leute zu sehr zu schockieren, weiß gar nicht, ob das ESG-Investment die Kernsache ist oder ob man nicht, wie andere Leute sagen, ich investiere in die Schlechten und mache der Hauptversammlung Krach. Also das ist alles in der Schwebe. Aber wir sind dabei und dadurch, dass wir dabei sind, machen uns viel mehr Gedanken und können auch ganz anders mitreden. Also das finde ich eine total interessante Sache und man sieht ja auch, was sich tut. Wir hatten ja vorher, ursprünglich hieß der mal Arero nachhaltig und dann kam wieder die Aufsicht entlang und sagt, das müsste ESG nennen. Wobei ich ehrlich gesagt bis heute noch nicht weiß, wo der Unterschied ist. Aber da sieht man, was da los ist. Ne? Und das ist wirklich interessant. Ne? Man ist dabei und kann was machen auch. Ne? Es gibt Leute, die unterschiedlichen Meinungen, das finde ich so faszinierend. Ne? Irgendjemand sagt mir neulich, Nestle ist das Letzte in Richtung ESG. Da habe ich gesagt, aber weißt du denn, dass Nestle eines der größten Gesundheitsprogramme in ganz Mexiko hat und wirklich signifikant für das Land leistet? Nee, wusste ich nicht. Und so, also, es ist total interessant und wir sind dabei und versuchen, von den Kommentaren zu lernen und den Fonds besser zu machen. Also mal gucken. Ja, ich glaube, es ist so schwierig. Ich hatte mich da letztens auch mit jemandem unterhalten, einem ETF-Emittenten. Jetzt in der ETF-Welt, ich will jetzt auch nicht die Thematik aufmachen, ist es jetzt gut oder nicht oder sind die Filter alle richtig und wird da richtig ausselektiert und so weiter. Die Problematik ist ein bisschen, dass es komplett intransparent ist eigentlich. Ja? Also es ist für jemanden Privaten null nachvollziehbar, was der Unterschied jetzt von einem, keine Ahnung, Low-Carbon-ETF ist auf dem MSCI World zu einem, keine Ahnung, PEAB, also Paris Aligned Benchmark ETF. Das sind unterschiedliche Namen. Ich kriege auch vielleicht eine Kurzbeschreibung irgendwo raus und kann es so lesen, aber was genau, wie genau, das ist man vollkommen intransparent. Und jeder Emittent hat dann noch so seine eigenen Bezeichnungen und seine eigenen Modelle mit den Indexanbietern gemacht. Das ist furchtbar, es ist ein totales Chaos und deswegen ist auch, glaube ich, der Grund, warum die Produkte so bei Privatanlegern überhaupt irgendwie nicht ankommen, weil es einfach nicht vermittelbar ist oder schwer zu verstehen. Also wir hatten mal ein White Paper am Anfang, das jetzt kann sein, dass es Compliance gestrichen hat, aber wir versuchen ja schon so transparent wie möglich zu sein, aber die Herausforderung ist, dass es gar nicht klar ist, wenn du unterschiedliche, also ich finde, wenn du ein ESG-Fonds für die protestantische Kirche, für deren Versorgungswerk auflegst, dann hast du einen Ansprechpartner, der dir sagen kann, was du willst. Ja. Wenn du in einem Publikumsfonds bist, dann sagen die einen, also wenn du in einem französischen Publikumsfonds bist, dann investierst du in Atomkraft. Wenn du in einem deutschen Publikumsfonds bist, dann investierst du nicht in Atomkraft. Denn die EU-Behörde sagt in ihrer Klassifikation keine Kohle. Das ist die einzige Sache, die EU sagt. Weißt du, und das ist schwierig, das umzusetzen. Mhm. Aber ich finde, man muss eben anfangen, dabei sein und dann im Laufe der Zeit anpassen. Das machen die Firmen. Ja. Nee, bitte? Low Carbon finde ich, muss ja nicht sein. Das schreibe ich aufs Thumbnail drauf. Low Carbon finde ich, Ja, ich meine, was heißt das denn? Ich meine, ist doch klar, du verlierst durch ESG unter Umständen Diversifikation,
Aber wenn man die Leute befragt, gibt tolle Studien, die die Leute befragen, das sind die Leute bereit, mitzumachen. Ne? Aber die Transparenz muss höher gehen. Und mein Lieblingsding wäre eben, dass die Industrie mehr über das Stimmrecht machen würde, weil das ist der Staat, also der Chef von BlackRock. Aktiv sozusagen einwirkt in die Unternehmen. Wobei das aber auch ein spannender Aspekt ist, weil da kommen wir jetzt mal zu dem Thema BlackRock, die ja der größte Investor sind und bla bla bla. Und da sagt man ja eher sehr kritisch, dass die einwirken in die Unternehmen. Wie groß ist die Macht von BlackRock, um in Unternehmen einzuwirken? Kann man positiv natürlich sehen, so wie du es jetzt gerne als Wunsch geäußert hast, kann man aber natürlich auch total negativ sehen, dass da eine zentrale Stelle in Anführungsstrichen die großen Konzerne der Welt steuert. Also wenn Larry Fink, Chef von BlackRock, sagt, warum guckt ihr alle da links, dann guckt ein Vorstand, der liest den Brief, ich habe den Brief gelesen, und sagt, jetzt soll ich doch mal nach rechts gucken. Ne? Aber das Interessante wäre ja, beim Publikumsfonds können wir ja gerade die Eigentümer des Fonds mit, ich meine, bei Facebook kann man auch miteinander kommunizieren, warum kann man nicht beim Publikum miteinander kommunizieren? Ich glaube, das ist das, wo die Industrie viel gewinnen können. Ja, dass man sozusagen sein Stimmrecht, was man wirklich hat, sozusagen wenn auf Wunsch sozusagen aktiv auch aus... oder eine Meinungsbildung, dass man einfach sagt, als Fondsgesellschaft, ich meine, wir sind ja Agenten für den Anleger. Hm. Wir stimmen letztendlich so ab, wie wir ein Meinungsbild bekommen. Ne? Das wäre ja eine Möglichkeit, gerade bei ESG-Sachen. Ne? Ja, stimmt schon, das wird auch mit Sicherheit passieren, weil dieses Stimmrecht bei ETFs ist für mich eine der ganz großen Fragestellungen der Zukunft. Ne? Also unabhängig von ESG, auch bei den ganzen anderen ETFs. Ja, wie wird es ausgenutzt und wie wirken die Kapitalsammelstellen, sagen wir mal, allgemein die Emittenten, wie wirken die denn auf die Unternehmen ein? Ja? Wenn man jetzt mal so, vielleicht auch so zum Schluss unseres Gesprächs, wir hatten ja mit der sagenumwogenen Zahl 2 Milliarden da begonnen. Ich meine, wenn der Fonds jedes Jahr, sagen wir mal, 5% Rendite macht weiterhin, also 6,3 waren es ja, aber tun wir mal ein bisschen nach unten schrauben und vielleicht jedes Jahr noch durch Sparpläne und so weiter noch mal ein paar Prozentchen Fondsvolumen aufgebaut wird. Sagen wir, er wächst mal im Schnitt jedes Jahr mal um 10%. Dann ist ja da der Weg sozusagen vorgezeichnet, wann da die 3 Milliarden, 4 Milliarden, 5 Milliarden Marke fällt. Oder siehst du da irgendwas, was da dagegen sprechen würde? Ja, eigentlich nicht, oder? Ist für die was dagegen spricht, ist, dass die Leute zum Teil zumindest, man sparen ist ja Konsumverzicht. Und Konsumverzicht ist ja per se schlecht. Also ich sage jetzt mal, also in der wissenschaftlichen Welt, ne, dass die Leute sagen, jetzt habe ich so viel Geld, jetzt will ich es mal ausgeben. Und dafür ist das Geld da. Ich habe neulich kam ein Freund zu mir und sagt, ich habe von deinem Fonds eine Million verkauft, dann gucke ich ihn ganz böse an und er sagt, und ich bin dir so dankbar, ich habe 500.000 am Anfang investiert und jetzt habe ich die Hälfte des Hauses, wo ihr was Großes gekauft habt, bar bezahlt. Das ist toll, das ist dann das ist eigentlich das, was wir wollen. Ne? Vermögen von heute nach morgen transportieren mit einer gewissen Sicherheit und einer Prämie fürs Risiko. Ne? Wenn die Leute es ausgeben, ist toll. Ja, und das ist doch, würde ich auch sagen, schon mal echt ein schönes Schlusswort, ja. Na, danke, ja. Ja, die Demografie wird dann, irgendwann mal wird es dann nur noch nach unten gehen, hoffen wir mal nicht, ja, sondern dass der Zuwachs dann trotzdem weitergeht. Ja, aber da kommt ja auch wieder die Forschung, wenn ich dich mal kurz, also die Älteren, denkt man ja immer, die würden im Alter entsparen, aber es kommt raus, dass die Eltern, also wir vererben eigentlich zu viel, wir müssten mehr konsumieren. Mehr konsumieren ist die Devise zumindest in der Theorie. Ja, macht Sinn. Und ich würde mich ja freuen, wenn viel mehr Investoren und Anleger überhaupt mal investieren, weil dann kann in der Zukunft, wenn sie mal was angespart haben, dann auch mehr investiert wieder werden und mehr konsumiert werden. Und das ist ja dann für alle eine gute Sache und letztendlich entlastet das dann im Idealfall auch die Sozialkassen und die Gemeinschaft. Ja, man muss halt nur mal anfangen. Ne? Ja. Gut, Markus, vielen Dank für die Fragen. Ja, Martin, vielen Dank für deine Zeit. Hat mich sehr gefreut, war wieder interessante Aspekte mit dabei. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und noch einen schönen Sommer. Gut, bis dann. Tschüss. Und ciao, tschüss. So, ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Professor Martin Weber gefallen. In der Videobeschreibung findest du nochmal Links zu weiterführenden Informationen, unter anderem den Fondsprofilseiten der beiden Arrero-Fonds und natürlich zu dem Buch von Professor Weber, was er eben im Video auch erwähnt hatte.
Wenn du dir mal einen bestimmten Gesprächspartner hier für den Extra ETF YouTube-Kanal wünschst, dann schreib mir einfach deinen Wunsch in die Kommentare. Ich werde dann gucken, was ich da für dich machen kann. Wenn dir der Extra ETF YouTube-Kanal gefällt, dann einfach abonnieren, auch ein Like da lassen und gerne auch mal einen Kommentar schreiben. Ich würde mich da wirklich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video hier auf Extra ETF. Bis dann.